So, da sind wir. Guten Morgen. Und da würde ich sagen, ab in die Rüstkammer. Und schon mal den ganzen Stuff wieder angebracht, den wir fertig, ne, den wir kurzzeitig ausgeliehen haben. Hier die Rüstung. Nee, doch nicht die. Die Top-Rüstung natürlich. Da machen wir so. Flammenkern. Und hier. 6, 7, 8. Oh, da hat man im Hintergrund, glaube ich, gerade Rumkrämerei gehört. Die Kapuzen fehlen. So sei es. Dann mache ich die hier schon mal dran. Also 6, 7, 8. Diese Klamotte hier kommt in die Truhe. Ebenfalls mit der Kapuze. Die fehlt noch. So und so. Die packe ich mal hier hin. Außerdem haben wir 10 von den Heiltränken. Das sind viel zu viele. Ich gehe nochmal hier hin. Und außerdem brauchen wir etwas weiteres. Und zwar das epische Epic-Schwert der Epicness. Drin win. Hör damit. So. Und ab nach unten. Und dann reparieren wir erstmal alles. Ne? Weil ich will hier nicht irgendwie angeditschte Sachen in unseren Dingens haben. In unseren Lagern oder in der Rüstkammer oder wo auch immer. Hä? Die Kapuze fehlt auch. Nö. Nö. Sag ich. Ich sag nö. So, Stoffe. Aufwerten. Zack. So, gut. Haben wir das auch abgehakt. Ja, und schon das Item wieder weg war. Aber ich will alles auf Max. Wie gesagt. So, das haben wir schon mal. Ich bring mal kurz die Tränke weg. So, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Außerdem den hier hin. Ja, ja, scheißegal. Und diese hier bringen wir gleich oben an. Drünwin. Da schaue ich mal nach. Was braucht Drünwin zum Aufwerten? 10 Flammkernen Blutstein. Ist ja lächerlich. Lächerlich. So, 10 und ein Blutstein. Hör damit. So. Und dann, oh, Blutprügel. Stimmt, das könnten wir auch. Machen wir aber nicht. Ne, die Sachen, die Waffen bleiben alle auf dem Originalstand. Deswegen sind sie alle Stufe 1. Ne? Bis auf die Axt, weil das ist ja jetzt unser neues Werkzeug gewesen. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Und wir werten Drünwin auf zur maximalen Stufe. Ha! Sehr gut. Also sieht natürlich nicht anders aus. Aber wir haben Drünwin jetzt auf Max. Hervorragend. Ich pack die mal weg. Warte mal. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich 8 und dann R? Dann brennt mein Rücken. Alles klar. Sehr gut. So. Und eine einzige letzte Sache fehlt jetzt noch. Das letzte Item überhaupt. Dundr. Ascheholz, Flammenkern, Himmelsfeder. Haben wir alles. So. So und so. Blutstein. Und was war das noch? Flammenkern, ne? So. Ich glaube ja. Oder was? Flammenkern? Ja. Sehr gut. Oh, wir haben gar keinen Platz im Inventar, um es zu craften. Da muss ich mal kurz hier hingucken. Und schmeiße mal eine der Kapuzen kurz weg. So. Und wir können Dundre herstellen. Den stellen wir jetzt einmal her und werten ihn maximal auf. Theoretisch bräuchten wir dafür 4 Blutsteine. Zumindest habe ich mir das so ausgerechnet. Komm schon. Bitte, sag es nicht, ich habe mich verrechnet. Ha, Dundre. Bin ich auch sehr gespannt, was der kann. So, ein Blutstein. Zack. Und nochmal 2. Zack. Und wir haben alles gecraftet. Alles. Auf Max. Ist das nicht Oberhammer? Find ich auch. So, machen wir das hier rein. Federn. Ach ja, na klar, die habe ich rausgenommen. So. Und das Ascheholz. Hervorragend. Dann nehmen wir mal die Kapuze hier wieder auf und bringen entsprechend sämtliche Klamotten oben an. Was heißt sämtliche? Fast sämtliche natürlich. Erst einmal. Huch. So. Ja, mit diesem Effekt ist echt schwierig, ne? 8.
Und hier kommt 7. Hier die 6. So. Dann eine Kapuze. Und der und der. Die kommen jeweils hier. Da kommt die 8. Da kommt die 7. Wo ist denn der zweite Eisstab? Ja, da ist er doch. Ich wollte gerade sagen, wir hatten noch einen zweiten Eisstab. So, 7. Außerdem die Kapuze hier dran. 6. Und die restliche Klamotte kommt hier rein. Der hier. Ah, nee, gar nicht. Gar nicht. Dem fehlt ein Federumhang, oder? Nee, aber ihm. 7. Stimmt. Den hatte ich vorhin ausgeliehen, als ich die Dingensrüstung genommen habe. Weil die Rüstung hat ja einen anderen Umhang, ne? Hat ja diesen Ascheumhang. Und der Federumhang ist einfach, ne? Banger. Das wisst ihr ja. So, und diesen Hammer hier bringen wir hier auch an. 6. So. Sehr gut. Und jetzt probieren wir mal Dundr aus. Was als nächstes kommt, wird dich schockieren. Aha, also Schockzauber. Haben wir schon fast gedacht. Ich habe in den Kommentaren gelesen, der soll wie eine Pumpgun sein. Da dachte ich mir, das hier ist doch eine Pumpgun. Na, obwohl, das ist eher eine Uzi, ne? Das ist ja eher ein MG. Und wenn das eine Pumpgun ist, dann bin ich sehr gespannt, was die kann. Wow! Oh, hab ich mich verjagt. Ich dachte gerade, was macht er denn? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Der lädt sich ja so auf. Wenn ich den ziehe, dann... Was macht der denn da? Was? Ich würde gerne mal sehen, was er für eine Bewegung macht. Ach so, er hält einfach seine Hand so drauf, als ob er das so zaubert. Mhm. Naja, ich habe Angst, das hier zu testen. Lass mal nach unten gehen, wa? Hier so. Haben wir hier einen Troll zufällig? Keine Ahnung. So, ich schieße einfach mal da so hin. Ja, Pumpgun. Boah. Das ist schon saftig. Wie viel Schaden macht denn das? Blitz 26. Blitz ist deswegen gut, weil es gibt so gut wie kein Mob in diesem Spiel, das Blitzresistenz hat. Sondern ganz im Gegenteil, die meisten haben eine Schwäche für Blitz. Das heißt also, Blitz ist von allen Elementardingern immer das Effektivste. Ne? Weil bei Feuer gibt es zum Beispiel Sudlinge oder so, da ist Feuer ja weniger schlimm. Frost ist bei Zwergen weniger schlimm. Schock ist für alle schlimm. Ich würde gerne mal sehen, weil ich glaube, der Schaden, der hier steht, Blitz 26, das klingt zwar wenig, aber ich glaube, das ist pro Projektil, oder? Weil er schießt ja wie viele Projektile? 7? 8? 6? 6 Projektile? Und jedes davon macht 26 Damage. Das ist schon saftig. Ich würde sagen, wir... Weiß nicht, ich gehe mal hier... Hier ist doch vor Ewigkeit ein Troll gestorben. Warum, wo ist denn sein Loot? Weil, also schon klar, despawnt, aber ich dachte, wir haben hier doch überall Lagerfeuer begraben und hier kann nichts despawnen. Hm, keine Ahnung. Ja, wollen wir mal kurz auf Trolljagd gehen? Ich will mal den ausprobieren. Ah, da ist ein Hirsch. Oh, oh Mann! Ist das gemein. Oh nee, die Hirschis tun mir irgendwie leid. Komm, wir gehen hier in die Trollhöhle rein. Da ist doch bestimmt einer. Ja, aber ich mach vielleicht mein Energieschild an. So. Und rein da. Bitte lass da einen sein. Ich glaube ja, ne? Ist hier nicht immer einer drin? Nö. Ist ja boring. Na gut. Wo finden wir denn jetzt mal eben schnell einen? Waren hier nicht immer Trolle in der Nähe? Ich glaube ja. Das war doch hier die Trollecke. Die Trollregion. Warte mal. Hier so. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Hier waren immer welche. Na toll. Ja gut. Da wollte ich es jetzt gerade mal nachprobieren, aber also ausprobieren und genau dann ist da keiner. Ist natürlich schade. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist es so unsatisfying unausprobiert. Komm, wir gehen einfach kurz aufs Gebirge. Achso, ich dachte gerade, da kommt ein Wildschwein und bietet sich an. Aber nee. Ja komm, dann gehen wir aufs Gebirge und
lassen das die... Testen es an den Wölfen, ne? Erstmal an ihn hier. Oh Mann! Ist das brutal. Okay. Die macht ja übel Bock. So. Ja, nee, das Reh, das stirbt ja sowieso... Instant. So, Wölfies. Kommt mal her, bitte. Warum hat der nochmal nachgeladen? Das verstehe ich nicht. Warum hat er gerade nochmal nachgeladen? Ist es nach einer Zeit, muss er es neu machen? Refreshen? Kann das sein? Hier ist auch ein Golem. Das ist doch der Golem-Gipfel. Vielleicht ist hier ja irgendwo einer. Einen Augenblick. So, weiter geht's. Entschuldigung. Und da gucke ich mal. Hier oben war doch auf jeden Fall ein Spawnpunkt von einem Golem. Ne, den hatten wir dann da ja festgeglitscht. Ich glaube aber, dass der irgendwo da gespawnt ist und dann immer hier rüber gekommen ist. Hm, warum ist denn hier keiner? Da haben wir den festgequetscht. Scheiße, hat mich trotzdem getroffen. Na komm! Ja, okay, ich merke schon. So auf... Ne, auf Distanz ist dann... Ist es halt wie eine Pumpgun. Doch nicht so gut. Dieser Blitz macht nur einen Effekt, aber keinen Nachschaden. Mhm. Das ist ja gut zu wissen. Aber gut. Hä, wo sind denn hier die ganzen Feinde? Also, ist irgendwie... Haben sich die Spawn-Punkte irgendwie resettet? Weil hier war... Das war doch der Golem-Gipfel. Deswegen haben wir den doch immer so genannt. Immer wenn wir da hingegangen sind, ist da oben einer gespawnt. Hm. Gut möglich, dass sich das vielleicht durchs Update irgendwie... geändert hat. Ich habe keinen Plan. Finde ich sehr verwirrend, ehrlich gesagt. So, ich baller mir mal das Magiefood. Ja, ja. Komm. Oh Mann, ey. Hier, ne? Oh Mann. Das waren noch Zeiten, oder? Die zwei Sterne Wölfe jagt. Hier, komm. Feuerball. Gegen die ist Feuerball natürlich am effektivsten. Hä, wo ist er denn? Ach da. Ich glaube, wir machen sogar extra Schaden, ne? Ich guck mal. Ja, gelbe Zahl. Logisch, sind Frostviecher. Die kriegen extra Damage von Feuer. So. Aber gut, ich wollte jetzt eigentlich hier mir einen dicken Gegner suchen, aber hier ist ja alles zu weak. Ja komm, dann gehen wir zurück zu unserer Base. Mit den Floatlands. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg irgendwie... Nö. Einen Grauzweck finden wir noch. Kanonen auf Spatzen. Oh Mann. Öd. Hä? Dieser Schneeeffekt ist. Wie lange hält der denn an? Wir sind doch schon längst. Oh. Halt! Mitkommen! Keine Ahnung, wie du hier rausgekommen bist. Du kommst auf jeden Fall wieder rein. So. Und hier geblieben. Ist wahrscheinlich hier wieder hochgeklettert irgendwo, ne? Hier oder so. Keine Ahnung. Was geht denn hier ab? Oh. Die haben hier ein Ding jetzt kaputt gemacht. Das ist ja dreist. Kann ich das hier neu bauen? Ich glaube nicht, ne? Ich brauche eine Workbench in der Nähe bestimmt. Und ich habe, glaube ich, nicht genug Holz. Ja, hier. Ach, ein Steinmetz sogar. Ja. Na gut. Schade. Was ist das denn? So eine faule Stelle. Haben die das alle? Ja, tatsächlich. Interessant. Gut. Naja. Dann halt nicht. Oh, unser Tempel. Da muss ich nochmal kurz ehrfürchtig niederknien. Odin. Thor. Loki. Keine Ahnung, wessen Tempel das jetzt ist. Sieht aus wie für Loki, aber ist ja Blitz. Also ja, eigentlich Thor, keine Ahnung. Mir ist scheißegal. Für die Götter einfach. Punkt. So, ich räume hier mal ein bisschen auf, wa? Oh, ist das hier am Lecken. Kaum sind wir in der Nähe unserer Base, geht gar nichts mehr. Aber wir wissen ja mittlerweile auch, woran das liegt, ne?
hauptsächlich tatsächlich an den, an dem Terraforming. Da kann ich hier natürlich rumschrauben, wie ich will. Warte mal. Ja, die Sachen lasse ich liegen. Nehme ich lieber das hier mit. Weil das ist mehr Müll, sozusagen. Was geht denn hier ab? Ach ja. Ach ja, stimmt. Von unserem Trollexperiment. Vor allem diese Säule hier hält alles. Puh, das war aber knapp. Gut. Ja, wie auch immer. Was wir damit machen, weiß ich nicht. Das kann ja einfach so da stehen bleiben. Bin ich ehrlich. Aber wir gehen auf jeden Fall erstmal zurück. So. Nach unten. Und den ganzen Klumpatsch einsortiert. So. Hier. Hier. Und hier. Genau deswegen hatte ich das ja hier unten in die Reihe gemacht, falls ihr euch erinnert. Wenn wir genau die Klassiker, die wir aus dem Grauzwerge-Spawner kriegen, sofort in einer Reihe wegsortieren. Gift. Hier. Erz. Ja, bringe ich gleich runter. Gold. Auch da wird es wieder allmählich ganz schön viel, aber passt noch. Leder. Zähne. Hier haben wir eine Trophäe. Mehrere sogar. Rein damit. Wie ist das eigentlich? Ist hier irgendwas voll? Ja! Aber wenn wir die 21. kriegen, müssen wir es erst hochbringen. Ja, sonst bringe ich jetzt den 20er hoch und dann ist hier ein leeres Feld und wir wissen nicht, was es war. Kräuter, hier ist noch Boss Born. Hier. So. Dann Kräuter. Boss Drop. Hier, diese Tränendinger. Zwiespältiger Geist, meine ich. Dann hier nach unten. Und das Erz hinein. Da können wir sogar dann auch die Barren hier noch wegsortieren. Ja, mit den Vias. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Also zu Zapfi passt es ja irgendwie, ne? Hier im Keller. Aber was mit Flauschi los ist, weiß ich auch nicht. Ja, festgebackt, glaube ich. Tja, musst du mal zusehen, wie du da wieder rauskommst. Oh Mann. Gut, wie auch immer. Med. 3. Und die 3 nehme ich auch wieder raus. Ja, den müssten wir erstmal in Aktion sehen, ne? Könnte tatsächlich ein guter Ersatz sein für den. Ich nehme ihn erstmal mit. Ich lasse ihn auch da oben in der Leiste. Und Essen. Stimmt. Das müssen wir jetzt auch noch machen. So viel Zeit muss sein. Die Eier hier, da nehme ich 19. Verarbeite ich mal. Ah, Mehl. Oh, das mache ich zuerst. Warte mal, ich mache mal kurz die Eier hier rein. Mehl und Trauben. Und Harz, das mache ich zuerst. So. Und so. Sehr gut. Jo. Und zurück. Denn das letzte Korn bist du doch auch schon längst durchgelaufen sein, oder? Oh, es wird wieder dunkel, wenn wir zur Felderbase gehen. Naja, gut. Was soll's. So, wir können hier schon mal das Mehlzeugs holen, was fertig ist. 13 verarbeitet. Hä? Ah, weil die... Der Wind nicht geweht hat, als wir rausgegangen sind, kann das sein? Naja, gut. Dann hat sich das ja erledigt. Mal. Trauben kann ich aber mitnehmen. So viel wie geht. So. Und hier nochmal. Hier natürlich ebenfalls. Da und da. Alles mitnehmen. Oh, da ist eine runtergefallen. Die lasse ich nicht zurück. So. Ah, die Musik. Die Musik. Graslandmusik. So, haben wir hier sonst noch was? Nee, ne? Auf der Seite auch nicht? Nee. Gut. Ja, ich dachte... Oh, ist schon wieder windstill. Ja gut, dann dauert es noch ein Weilchen mit Mehl.
Was soll's, wir haben ja schon genug vorbereitet. So oder so können wir jetzt backen. Oh, die Nachtmusik hat begonnen. Ja gut, dann kochen wir eben in der Nacht. Ist ja gar nicht weiter wild, ne? Da packe ich mal die Beeren weg. Die Samen. Und das Harz. So. Wir brauchen die Eier der Dingens und Mehl. Und die Trauben auch, ne? Ja, wir brauchten Trauben, Mehl und Dingens-Egges. So und so. Mehl ordentlich. Davon richtig viel. So. Ich weiß, wir haben jetzt so viel, dass wir nichts craften können. Und wir müssen sowieso auch noch ein Holzbrett rausnehmen. Ich glaube auch, so viele Trauben brauchen wir gar nicht. Ich schmeiß mal ein Stack weg. Ein Stack weg. So. Und Rustenpastete. Hör damit! Ach, verdammt. Ich habe vergessen, das Holz in die Öfen zu packen. Ah ja, geil. Ich hab ja sowieso... Also egal, ich habe ja hier sowieso einen Platz frei. Also alles super. So, und noch ein. Zack. Dann nehmen wir uns zwei Holz raus. Rein damit. Rein damit. Hier rein. Und hier rein. Und dann backen wir mal weiter. Beziehungsweise... Was auch immer das hier ist. Wie nennt man das? Vorm Backen, also das, bevor man es in den Backofen packt, das Vorbereiten des Teiges. Gibt es da einen Namen für? Das ist ja theoretisch auch Backen, oder? Das gehört ja zum Backhandwerk. So gesehen, oder nicht? Ich glaube ja. Habe ich mich noch nie gefragt. Aber jetzt kommt mir die Frage und jetzt weiß ich es nicht. So. Zack. Perfekt. Dann können wir hier die letzten Trauben auch wieder aufsammeln. Und ist das hier fertig? Nö. Sollte aber gleich so sein, ne? Jede Sekunde. Jo. So. Und hier nochmal. Sehr gut. Und ich überlege gerade, ob wir noch was weiteres kochen. Nö. Obwohl, warte mal. Ich guck mal kurz bei der Essenskiste. Ja, hier mariniertes Gemüsezeugs, ne? Könnten wir eigentlich auch wieder gebrauchen. Mariniertes Grüngemüse. Dafür brauchen wir die blauen Pilze. Die Beeren. Oh, verdammt, ich weiß es nicht. Und die Pilze, glaube ich. Ich steig bei den neuen... Halt, Straußenfarn. Straußenfarn, auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich nehme davon auch ein Fuffi mit. Ich weiß es nicht mehr genau, wie die Zutaten waren. Das sehen wir gleich. Aber so oder so muss ich schnell runter. Man hört's. Gerade fertig geworden. Rein damit. Und rein damit. So. Sehr gut. Und können wir... Nee, es fehlt was. Natürlich fehlt was. Das war hier weiter unten. Gekochte Dinge. Schnell. Verbranntes Gemisch. Nee, es war weiter oben, ne? Über den Metmischungen. Hier. Ach, Harz natürlich. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Dann packe ich mal das Essen da rein. Dann haben wir mehr Platz. Und wir brauchen noch Harz. Gott sei Dank haben wir das gerade geholt. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich nehme einfach mal raus. Und dann mache ich so viel wie geht. Bin ich ehrlich. Weil das ist ja auf jeden Fall mit einer unserer Nahrung-Dinger, die wir definitiv behalten werden. So wie das hier auch eigentlich. Aber erstmal die. Oh, bevor es verbrennt. Her damit. Gut. Und dann noch mehr davon. Was geht denn zuerst leer? Frage ich mich gerade. Oh. Entschuldigung. Ich glaube, ich sollte ein wenig mal die Aufnahme beenden. Oh, ich nehme schon über 3 Stunden auf. Kein Wunder, dass mein Magen knurrt. War eigentlich gar nicht geplant. Aber gut. Die Aufnahme macht gerade aber auch zu viel Bock, muss ich sagen. Weil wir haben ja gerade richtig guten Progress. Also muss mein Magen sich mal kurz ein bisschen zusammenreißen. So. Und so. Na los. Mach hinne.
Die Pilze gehen zuerst down. Aber ich verkoche sie alle, ganz ehrlich. Den einen kompletten Stack verkoche ich jetzt. Dann haben wir nämlich, was das Grüngemüse angeht, auf jeden Fall erstmal Ruhe. Straußenfahren haben wir ja auch noch en masse. Ja, ich glaube, das passt. So, perfekt. Dann ab nach oben. Und den ganzen Stuff weggeworfen. Mal weggeworfen auch. Ich glaube, so einen Müll schmeißen. So, und so. Und davon die Hälfte. So. Dann die Sachen wieder einsortieren. Halt. Ah ne, genau, die kommt ja hier hin. So. Dann die Pilze rein. So. Könnten wir theoretisch auch wieder anbauen, ne? Ich glaube, ich schreibe das mal auf To Farm. Weil, das ist mir auch letztes Mal aufgefallen, da hätten wir deutlich mehr machen können. Blaue Pilze steht hier noch, Rauchwölkchen. Mehl habe ich auch, Trauben, sehr gut. Steht alles noch drauf und das ist immer noch To Farm. Schilde, stimmt! Die haben wir vorbereitet. Das könnten wir dann nächstes Mal angehen, ne? Hier. Und endlich die Schilde anbringen. Aber ich würde auf jeden Fall die Aufnahme jetzt erstmal beenden. Das war ja auf jeden Fall sehr, sehr satisfying. Wir haben die Ashlands durch sozusagen. Haben alles auf Max geskillt. Also gecraftet meine ich. Und die Rüstkammer ist jetzt vollständig. Und jetzt... Oh, laggedy lag. Ja, das speichert er natürlich nochmal vorher. Na gut, was soll's. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Gerne ein Abo da lassen und ein Like und auch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Musik